Liebe Zuhörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu den wöchentlichen Impulsen. Ich stelle Sie diese Woche unter das Thema Zeitensprünge. Wir erleben sie immer wieder, jeder für sich, in seinem Leben, in seinem Wirken. Für mich waren die letzten Tage Zeitensprünge und für mich werden sie auch sein in den nächsten Tagen. Ich erinnere mich gerne zurück an meine Fahrt nach Heidelberg, nach Speyer. Dort habe ich Impulse gesammelt, die ich auch an Sie in irgendeiner Form weitergeben will. Es ist schon besonders, in dieser Kirche in Heidelberg, in der Feinen, zu stehen, wo eigentlich ich viele Impulse für mein Leben gesammeln durfte. Und die Verbundenheit zu den deutsch-polnischen Nachrichten bleibt auch. Als Autor konnten wir den ehemaligen Prälaten Traugott Schächtele gewinnen, der ja in dieser Kirche am kommenden Sonntag predigen wird. Dazu gibt es auch in den Impulsen ein Beispiel. In Speyer hatte ich Begegnung auch mit Otto von Bamberg, mit dem ich mich gerade literarisch auseinandersetze. Zeitensprünge. Gleichzeitig bereite ich mich auch vor auf das, was kommt, auf meine Fahrt nach Frankreich. Frankreich, Ort der Olympischen Spiele, ja, ist ein Ort der Kultur. Im Elsass ist es Albert Schweitzer, der viel bewegt hat und auf dessen Spuren ich permanent mich befinde. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Land, wo Natur sichtbar wird, spürbar wird. Natur und Kultur. Erstmals beschäftige ich mich derzeit mit den Schlössern der Loire. Ich liebe diese Region und habe viel von ihr gehört. Nun werde ich gemeinsam mit der Familie in zwei Schlössern hineintauchen, um etwas von dem französischen Flair vergangener Tage zu atmen. Ein Zeitensprung besonderer Art. Ja, die Sommerzeit gibt Zeit zum Atmen, Zeit Ruhe zu finden, Zeit Frieden zu finden. Auch das gehört dazu. Ich wünsche Ihnen alle diese Woche, dass Sie gut durch diese Sommerzeit kommen, auch mit Zeitensprüngen. Ja, dass Sie Zeit, dass Ihr Zeit findet, über eure Zeitensprünge nachzudenken und immer wieder neu Atem holt für die Aufgaben, die anstehen, für die Momente der Ruhe im Wald, am Strand, am Wasser. Ja, für die Momente, in denen wir auch unseren Glauben leben dürfen. Eine gute Woche wünscht Frank Bürger, Pfarrer im Ehrenamt, Religionspädagoge, Journalist und Publizist.